23:33 Uhr. Sie schläft seit ca. 20 Uhr. Sie hat wieder eine Stunde gebraucht zum Einschlafen. Aber dafür schläft sie jetzt schon eine halbe Stunde länger als sonst. Naja, das stimmt auch nicht ganz, weil sie ist ja auch eine Stunde später eingeschlafen. Egal. Ich werde versuchen, heute Nacht sie ganz normal zu streicheln, wenn sie aufwacht. Im besten Fall schläft sie wieder ein. Sollte sie länger als ein, zwei Minuten unruhig sein, dann werde ich sie natürlich wieder herausnehmen. Und ich werde versuchen, sie, wenn es möglich ist, vor Mitternacht das letzte Mal zu stillen. Und ich werde euch dann natürlich sagen, ob das geklappt hat und wie unsere Nacht dann ausgesehen hat. Ich habe mir auch Fläschchen hergerichtet, also zwei, und werde mal schauen, ob sie es möchte. Das Abendfläschchen wollte sie nicht wirklich, sie hat drauf fertig, also sie hat etwas getrunken, sie hat vorher einen Brei gegessen, sogar mehr als sonst. Ich habe sie auch nochmal stillen lassen, sie wollte dann nichts mehr trinken, also ich glaube, dass sie wirklich sehr müde war. Und ja, jetzt werden wir sehen, wie die Nacht verläuft, bis jetzt ganz gut. Sie hat es jetzt zweimal geschafft, sofort wieder einzuschlafen, sie war ganz kurz wach. Und ich dachte, okay, jetzt wird sie sich aufwachen, aber sie hat sich ganz brav wieder umgedreht und hat weitergeschlafen. Also sage ich morgen, wie es ausgegangen ist. Guten Morgen. Die Nacht war vergleichsweise besser, zumindest als die davor. Kurzes Update, wir sind gestern schlafen gegangen um 19 Uhr, beziehungsweise habe ich sie hingelegt um 19 Uhr nach dem normalen Abendritual. Falls euch das Abendritual interessiert, lasst einen Kommentar unten, dann mache ich vielleicht mal ein Video drüber. Und danach durfte sie noch trinken. Sie wollte gestern nicht mehr wirklich trinken, auch nicht an der Brust. Dafür hat sie eine Stunde fast gebraucht, um einzuschlafen. Dann ist sie circa um 20 Uhr eingeschlafen mit Musik und Rückenstreicheln und ganz entspannt. Sie hat gestern sich ungefähr 3 Minuten lang hat sie schon geweint. Ich habe sie dann hochgenommen, habe sie beruhigt und es ging auch ganz gut. Und ich konnte sie wieder zurücklegen. Also es war wahrscheinlich nur so ein, ich möchte bitte nochmal kuscheln. Super, passt. Und jetzt kommt's. Sie hat gestern 4 Stunden geschlafen. Ohne zu trainieren oder ohne irgendwas anderes zusätzlich zu tun, hat sie gestern von 20 Uhr bis fast 0 Uhr geschlafen. Oh. 4 Stunden. Puh. Voll cool. Danach war es wieder ein bisschen unruhiger, aber damit habe ich gerechnet, das ist auch in Ordnung. Wir haben bis 1 Uhr dann nochmal geschlafen. Um 1 Uhr habe ich sie nochmal herausgenommen, weil sie ein bisschen gemeckert hat und habe sie gestillt und dann hat sie bis um 3 geschlafen und von 3 bis um, dann habe ich sie wieder gestillt, dann bis um 5 Uhr irgendwas, 5 Uhr 10 oder so und dann hat sie geschlafen bis kurz vor 8. Und dann sind wir wieder aufgestanden. Also 8 ist so anscheinend auch ihre Zeit. So, jetzt ist mein Mann mit beiden Kindern in den Kindergarten gefahren. Heute ist Tag 1 der Kindergarteneingewöhnung. Und ich bin schon sehr gespannt, was er erzählt. Sie war ruhig und entspannt. Sie mag nur nicht so gerne, wenn wir uns trennen, wenn er sie mitnimmt, dass ich zurückbleibe. Deswegen machen wir es einfach so, dass ich mich 5-6 Minuten bevor sie gehen zu meinem PC setze, auf meinen Arbeitsplatz und mein Mann sie das letzte Mal wickelt und sie bespaßt und dann ist sie super abgelenkt und dann können sie auch gehen. Ich denke, das ist der beste Weg aktuell, ohne dass sie traurig ist oder weinen muss. Und
das funktioniert für uns bis jetzt zumindest ganz gut. Und ich warte jetzt, bis die zwei wieder zurückkommen. Also Raphael bleibt bis um 14 Uhr circa, weil er kann noch Mittagessen und Nachmittagsjause essen im Kindergarten. Und Hannah hatte die Eingewöhnung nur für eine Stunde circa. Und ich arbeite heute den ersten Tag wieder, 25 Stunden ab jetzt in der Woche. Und ja, also sollte ich jetzt mal anfangen. Es ist kurz vor 9 und ich werde euch abends dann nochmal berichten, wie der Tag verlaufen ist, ob sie gut Mittagsschlaf machen konnte, weil ich befürchte, wenn es viel Input ist, dass sie untertags dann wieder schlechter schlafen wird. Oder sie überrascht uns komplett und schläft jetzt einfach super brav. Das wäre cool. Ich würde mich freuen, wenn ihr unten einen Kommentar hinterlasst, wie euch das Video gefallen hat und wie es bei euch aussieht. Habt ihr schon begonnen, die Kinder ans eigene Bett zu gewöhnen? Hat es gut funktioniert oder schlecht? Was war gut, was war nicht gut? Ich würde mich freuen, wenn wir uns morgen wiedersehen. Bis dann, tschüss!